So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Future Perfect Channel. Ja, in der heutigen Episode, im heutigen Video geht es um ein neues Format, das ich zu etablieren gedenke. Und zwar um FPP-Zielstellungen. Was ist das? Ganz einfach, ich werde mich zu verschiedenen Themen, welche mich eigentlich von Tag zu Tag mal interessieren, äußern. Werde dazu eine fundierte Stellung abgeben. Keine Hassrede wie ein Warum oder keine nicht ernst gemeinte, naja, Kurzgeschichte wie ein Future Perfect Featuring. Ganz einfach meine objektive Meinung. Also das hier ist der objektive FP, so wie ihr ihn seht im echten Leben, den ihr nie zu Gesicht bekommen werdet, natürlich, also die meisten von euch. Aber fangen wir direkt mal an. Ich wollte euch mit einem Thema anfangen, das eigentlich sehr stark mit YouTube zusammenhängt und das ich auch von Tag zu Tag immer noch miterlebe. Und das, wie ihr schon im Titel sehen könnt, beschäftigt sich mit den sogenannten Let's Plays, welche ja seit einigen Jahren unglaublich in Mode gekommen sind, weil sie eigentlich eine sehr simple Idee haben, aber auch sehr effektiv sind. Sie sind sehr simpel zu machen und sie machen Spaß, weil ich meine, was gibt es Schöneres als zu zocken und das dann auch aufzunehmen? Dumme Kommentare abzugeben, welche eigentlich lustig sind. Das habe ich jetzt auch mal gemacht, mache ich aber in letzter Zeit eher weniger. Und was mir auffällt, ist, dass wirklich sehr viele Menschen denken, sie könnten, also ich mal ganz ernsthaft, ja, ich bin kein Fan von Let's Plays, deswegen, sonst würde ich ja selbst gerne machen. Ich gucke sogar hier und da mal selber welche sehr gerne, um die Zeit zu vertreiben und was der Auslöser dafür sein könnte, dazu kommen wir gleich. Aber ich habe so ein bisschen das Problem, dass diese Let's Plays mehr und mehr in eine Inflation geraten. Was das heißt? Es gibt einfach zu viele von ihnen. Immer mehr Leute denken, sie könnten einfach das machen, was eigentlich die Großen machen. Gronkh hat damit sehr großen Erfolg gehabt. Saraza LP, Elotrix, wie sie alle heißen, haben sehr guten Erfolg damit. Und ja, man kann nur sagen, sie haben sich den Erfolg auch verdient. Sie haben sich eine kleine Fanschar, eine kleine Schar von Freunden ihrer Videos zusammengedeichselt. Und ja, diese Schar schaut schön und aktiv ihre Videos weiter, auf dass sie weiter erfolgreich sind. Jetzt gibt es aber natürlich immer noch diese Nachmacher, diese Kopierer, die denken, sie bekommen automatisch zu viele Abonnenten, indem sie auch sowas machen. Ich möchte jetzt nicht allgemein alle Leute unter einen Kamm scheren, die sowas machen. Es gibt sicher auch Leute, die machen sich wirklich Mühe und die gibt es, keine Sorge. Aber diese Inflation, die regt mich immer so ein bisschen auf, wenn immer mehr Leute meinen, zu jedem Spiel müsste es einfach ein Video geben. Das kommt mir sehr oft vor, wenn ich bei YouTube hier und da mal einfach nur schaue, gibt es neue Kanäle, die ich vielleicht mal gut finden könnte. Hier suche ich da, suche ich da. Und 5 von 10 vorgeschlagenen Videos, die ich meistens herrsche, sind LP-Videos, also Let's Play-Videos. Und ich finde, ja, okay, es ist eine simple Idee, aber hat sie wirklich so viel Erfolg verdient? Das muss man sich mal hier genauer befragen. Wahrscheinlich sind ein paar Leute unter euch, die auch Let's Plays, hochladen und machen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dazu mal vielleicht einen Kommentar abgeben. Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt und wie ihr zum Beispiel zum Let's Play gekommen seid. Weil dieses Modell ist ja im Prinzip sehr erfolgsversprechend. Nur, das Problem ist, dass Leute, die wirklich etwas Kreatives machen, die etwas Neues zu versuchen gedenken, die Sketche machen, Comedy-Videos, und ich meine jetzt nicht Punkt, ich meine jetzt kreative Arbeit über Sachen, über die man lachen kann. Ja, das ist ja nicht bei allen der Fall. Und die werden durch diese LP-Videos, welche eigentlich immer vom Prinzip her gleich sind, zurückgedrängt. Ja, ich meine, LP-Video macht den Leuten, die das machen, sicher Spaß und ist auch abonnenteneffizient, aufrufeffizient, aber es ist nicht kreativ, wenn ihr mir da zustimmen könntet. Es ist nicht kreativ, es ist nicht originell, schon allein, weil es so viele unter ihnen gibt, so viele Videos, so viele Kanäle, die es machen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass da die wirklich kreativen Videos und nicht nur die viralen Videos, sondern wirklich kreative und sehr interessante Kanäle da zurückgedrängt werden. Wenn ich jetzt sehe, dass zum Beispiel Gronkh, nichts gegen ihn, aber dass Gronkh 100.000 Abonnenten hat und jetzt jemand wie beispielsweise The Proper, welcher wirklich auch sehr viel Arbeit in seine Videos steckt und seine sehr interessanten Themen verfolgt zu älteren Spielen, dann, ich glaube, der hat 9.000, also nicht mal 10.000 Abonnenten hat, dann finde ich das schon ein klein wenig traurig. Weil ich bin der Meinung, dass Proper oder andere YouTube-Kanäle wesentlich mehr Arbeit und Zeit reinstecken als Gronkh. Obwohl Gronkh wieder ein schlechtes Beispiel ist, weil er natürlich mindestens ein Video pro Tag hochstellt und sich Parappa damit wesentlich mehr Zeit lässt. Aber da kann man auch wieder argumentieren, dass Parappa beispielsweise mehr Zeit mit der Qualität verbringt und Gronkh mehr Zeit mit der Quantität. Wobei man nicht sagen kann, dass die Qualität jetzt besonders hoch oder besonders niedrig ist. Das Einzige, was man bei LPs wirklich verbessern kann, ist einfach eine höhere Auflösung. Weil die LPs leben sie von den aktuellen Kommentaren, von den Kommentaren, die in Echtzeit abgegeben werden, die sich natürlich auf die Szene spezialisieren. Und deswegen ist es wieder so ein bisschen fragwürdig, wie man es vergleichen kann. Aber fragt euch jetzt mal selbst, warum schaut man eigentlich LPs, wenn man das Spiel nicht selbst spielen könnte? Ja, okay, man hat kein Geld. Aber was anderes.
Ich habe nochmal so eine These aufgestellt. Ist doch ja eigentlich klar, wenn ihr in ein Altersheim geht und eure Großeltern besuchen wollt, falls sie denn noch leben, im Gegensatz zu meinen, dann fällt euch wahrscheinlich auf, dass in vielen Zimmern die Fernseher 24/7 durchgehend laufen. Sind immer an. Ich habe sogar teilweise mal beim Altersheim von uns gesehen, dass der Ausschalter teilweise beim Fernseher gar nicht mehr vorhanden ist. Ein bisschen gruselig, nicht wahr? Nun, ich habe so die Theorie aufgestellt, dass ältere Leute... Ja, ältere Leute, das sind untere Menschen. Nein, dass allgemein sehr viele Leute den Fernseher einfach so anhaben. Ich zum Beispiel auch teilweise habe den Fernseher an, damit es nicht hier so alleine wirkt, ja? Weil teilweise wirkt es hier ein bisschen alleine, ein bisschen düster. Und mache den Fernseher an und schaue dann mal Hintergrundgeräusche. Das ist in Altersheim oder allgemein bei Senioren ein bisschen stärker vertreten. Weil, naja, die Zeit oder der Wille nach aktiver Betätigung oder Sport natürlich wesentlich geringer ist. Weil die Knochen ein bisschen nachgeben, versteht ihr, was ich meine. Und das sind die Fernseher meistens an oder die Computer oder was weiß ich, in der Hoffnung, dass man sich nicht so alleine fühlt. Und so ähnlich, nicht ganz so, aber so ähnlich ist es wahrscheinlich auch bei Let's Plays. Man will ein Spiel, man will was zu einem Spiel erfahren, wie das Spiel abläuft, wie zum Beispiel die ersten paar Stunden ablaufen, oder man will das Spiel von vorne bis hinten durchsehen, man will gucken, wie es anfängt, wie es sich durchgehend spielt und wie es endet. Und man will, dass jemand anderes für einen spielt, der währenddessen etwas kommentiert. Und das ist in dem Sinne Unterhaltung, weil man sich, einerseits, weil der Kommentator einerseits gute Witze macht, oder gute, keine Ahnung, gute Kommentare, die einfach super auf die Szene passen. Andererseits aber auch, weil man dadurch nicht alleine ist. Dieses Gefühl von Einsamkeit ist etwas, was dem Menschen als soziales Wesen eindeutig sauer aufschlägt. Eine mögliche Ursache für den Erfolg der Let's Plays. Ob dahin mehr hintersteckt oder weniger? Schreibt es in die Kommentare. Lasst mich wissen, was ihr wisst. Und wie gesagt, das ist meine Meinung zu LPs. Ich schaue hier und da gerne meine LPs. Finde es ein bisschen schade, dass kreativere Videoarten dadurch ein bisschen zurückgedrängt werden. Ja, es gibt natürlich auch kreative Videos, die mir gar nicht passen. Sogar sehr viele, aber es kommt auf das Prinzip an. Also, ich mag LPs, aber nicht immer. Und natürlich, ein paar Abonnenten von uns unter uns werden sicherlich auch LPs machen. Jetzt bin ich gar nicht auf Minecraft eingegangen, scheiße. Okay, man kann das eigentlich allgemein präzisieren, aber ich fand, Minecraft war eigentlich in dem Sinne, als es entstanden wurde, eigentlich eine sehr gute Idee, weil es eines der kreativsten Spiele war, die ich vorher kannte. Einfach ein riesiger Lego-Simulator. Man kann einfach alles bauen, was man will, und der Kreativität ist keine Grenzen gesetzt. Sind keine Grenzen gesetzt, natürlich, grammatikalischer Fehler. Ich Peitschenhiebe für mich auf jeden Fall gleich. Und ich fand Minecraft eigentlich wieder ganz gut, aber das Problem ist, dass sie jetzt alle machen. Ja, es ist Mainstream, es ist Masse, es ist Durchschnitt, Standard. Man kann den Standard aufheben, indem man vielleicht einen Spieler Let's Played, was keiner vorher gespielt hat oder aufgenommen hat und oder aufgenommen hat. Und da erhascht man sich so ein bisschen Originalität, weil es kein anderer gemacht hat, weil man dann sozusagen alternativlos darstellt mit seinen Videos. Aber es ist trotzdem... schade, dass viele YouTuber denken, dass sie Abonnenten bekommen oder Anklang bekommen, indem sie nur diese Videos machen. Ich finde, das ist ein netter Zeitvertreib, mache ich hier und da auch mal gerne. Aber ich denke, der Fokus sollte bei vielen YouTubern, bei mehr YouTuber auf jeden Fall, nicht bei allen, aber bei mehr YouTubern, eher auf kreativeren, lustigeren, zum Nachdenken anregenden, regenderen Videos liegen und weniger auf LP-Videos. Ja, das, ich verbiete jetzt keinem wirklich, die LP-Videos ganz zu verbieten. Aber es drängt einfach zu sehr die anderen Videos in die Mitte. Das finde ich teilweise ein bisschen schade. Trotzdem sollte man sie natürlich nicht vollkommen verbannen von YouTube. Die haben ihren Platz verdient. Ja, das wäre meine Meinung zu der Inflation der Minecraft-LPs oder der LPs allgemein. Das wäre es für dieses Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu einer weiteren Folge von FPBC-Stellung zu diesem neuen Format. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen.